Hörspielprojekt D. Zeit vergeht. Sie gleicht einem reißenden Fluss, von dem wir wie gefallene Herbstblätter davongetragen werden. All unsere Erinnerungen werden vergehen wie die Asche im Wind oder die Geschichten von Tempus Fugit. Raus aus Berlin. Berlin, Anfang Dezember 1943. Der Winter ist sehr kalt und die Bevölkerung leidet unter den vielen Entbehrungen. Zu der Zeit gibt es zum Heizen schon wenig Holz und Kohle. Lebensmittel sind ebenfalls knapp. Fast täglich wird die Stadt von den Engländern, den sogenannten Tommies und den Amerikanern bombardiert. Diese Bombardements sind immer spät am Abend und ziehen sich bis in die Nacht hinein. Ein geregeltes Leben und vernünftiger Schulunterricht sind so nicht mehr möglich. Daher heißt es für viele Schüler, raus aus Berlin. Klaus? Klaus, wach auf, wir müssen in den Keller. Komm, schnell. Wie spät ist das? 10:30, wie immer, wenn die Tommies kommen. Los, komm, mach schon. Steh auf. Kannst du nicht ein wenig das Licht einschalten? Nein, ich kann nicht sehen. Draußen ist es auch so dunkel. Und mir ist so kalt. Du weißt doch, dass wir kein Licht anmachen dürfen. Der Tommy sieht jedes kleine Licht von oben, dann wissen sie genau, wo wir sind und werfen die Bomben auf uns. Und wenn dir kalt ist, dann beweg dich. Mir ist auch kalt. Aber wegen der Kälte kann ich mich ja kaum bewegen. Du weißt doch, dass ich erst später heizen kann, wenn der Angriff vorbei ist. Kohlen sind knapp. Hattest du gestern deine Anziehsachen vorbereitet und auf den Stuhl gelegt? Ja, natürlich, Mutter. Wie jeden Abend und alles in der Reihenfolge, so wie ich sie anziehe. Na, dann zieh dich jetzt an und nimm deinen Koffer. Ist da mein Essen drin? Aber selbstverständlich. Prima. Du weißt ja, dass ich im Keller immer Hunger bekomme. Mein Buch habe ich auch schon zurechtgelegt. Hast du deinen Koffer, Klaus? Mann, Mutter. Seit Wochen müssen wir jede Nacht in den Keller. Nie ist etwas passiert. Können wir nicht einmal oben bleiben? Nein, Klaus. Hast du deinen Koffer? Ja, doch. Na, dann komm zur Tür. Wir müssen los. Na, Schmittens? Ja, mal die Letzten in der Fecht, wa? Dann kommt mal rein in die warme Hütte. Und, was ist mit dir, Klaus? Noch immer nicht an der Front? Noch nicht, Herr Schulz. Aber lange wird es nicht mehr dauern. Nee, Klaus. Bleib mal lieber hier bei Muttern. Ist wenigstens eh ein Mann im Haus, wa? Mutter käme auch allein klar. Aber ich bin noch zu jung. Karl hat erst gestern geschrieben, wie sie den Russen den Marsch geblasen haben. Karl ist ganz vorn dabei. Naja, Kleiner. Bist wohl stolz auf den großen Bruder, wa? Klar bin ich das. Und die Tommies haben wir auch bald im Sack. Komm, Klaus, wir gehen auf unseren Platz dort in der Ecke. Red nicht immer so. Von allen Seiten!
auf meine Seite, Mann! Der scheiß Russe heizt uns heute aber mächtig ein! Sag doch was! Oh nein! Dein Gesicht! Kopf! Nein, Alfred! Alfred! Ich muss hier weg! Ich muss hier raus! Mama! Mama! Sofort zurück in die Stellung! Ihr wollt das mit! Das geht schon wieder vorbei. Lass mal sehen, mein Kleiner. Mutti, wenn ich in die Schule komme, bekomme ich dann auch eine Schultüte mit ganz vielen Süßigkeiten drin? Aber natürlich, Carla. Wenn ich groß bin, werde ich Polizist, dann kann ich uns alle beschützen. Du bist schon unser Großer. Und du futterst uns die Haare vom Kopf. Der nächste folgende Abiturient kommt bitte nach vorne, um sein Zeugnis in Empfang zu nehmen. Es kommt bitte Karl Schmidt aus der Klasse 13b zu mir. Herzlichen Glückwunsch, Karl. Du hast den zweitbesten Notendurchschnitt der Schule erreicht. Du kannst sehr stolz darauf sein. Ja, Karl. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich nehme an, du wirst jetzt für Führer und Vaterland studieren gehen? Ja, Rektor Lampe. Ich möchte Flugzeugbauingenieur werden. Karl. Wir lieben dich. Mutter, gib zum Kalt. Halt mich. Ich bin müde. Ich liebe dich. Schlafe ein. Ach, Elsekin. Was ist, Erich Schulz? Was hast du denn? Ach, der Krieg hat schon so viele Opfer gebracht. Guck dir die Erika mit ihrem Otto an. Die Schmitten ist mit ihrer 39 schon Witwe. Vor 2 Wochen haben sie ihr die Nachricht an der Tür verkündet. Ja, ich weiß, Erich. Das ist doch nicht normal. Es ist auch noch Karl, der Älteste an der Front. Ob der wiederkommt... Wir haben es wohl heute auf uns abgesehen, wa? Jo, das war aber knapp. Hey, geht mal beiseite. Was kloppen die denn da so? Lass mich mal durch den Spion kicken, was da los ist. Mein Gott, das gibt es nicht. Scheiße, Mann, ich kann die Tür nicht aufmachen, sonst sterben wir auch noch. Aber das sind doch Kinder! Sie müssen die Tür öffnen! Ja, los, Schulz, machen Sie die Tür auf. Ich kann nicht, ich darf nicht. Da drüben brennt die Hölle. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, sterben wir alle. Die Feuer nimmt sich die Luft zum Atmen, wenn ich die Tür aufmache. Das sind doch auch Kinder! Wir müssen die Tür aufmachen. Oder wollen Sie die Kinder auf dem Gewissen haben? Wenn Sie nicht die Tür aufmachen, dann tun wir das. Den Teufel werden Sie machen. Nur um eine Leiche. Gehen Sie beiseite, Schulz. Oh Gott. Das war nur die Kellerdecke. Mann, sind Sie verrückt geworden? Ich will hier keiner schießen müssen. Haben Sie denn nicht verstanden? Mensch, hier sind doch auch Kinder. Sollen die auch sterben?
alle sterben? Mensch, Else, was hab ich gemacht? Jetzt hab ich dir verbrannt. Ich bin schuld, dass die alle tot sind. Ich werde mir das niemals verzeihen können. Ach, Erich. Ach, Erich. Was hättest du denn machen sollen, frag dir. Wenn du die Tür aufgemacht hättest, wären wir alle verbrannt oder erstickt. Nee, mein guter Erich, dir trifft keine Schuld. Meinst du wirklich, Elseke? Ja, Erich, schließlich hast du uns doch alle damit gerettet. Ein anderer hätte vielleicht die Tür aufgemacht. Mutter? Ja, Klaus? Nebenan wohnt doch Clara. Glaubst du, sie war drüben mit dabei? Ich weiß es nicht, Klaus. Aber wo sollte sie um diese Uhrzeit gewesen sein, wenn nicht im Keller? So, Leute. Entwarnung. Die Nacht haben wir mal wieder überstanden. Endlich Schluss damit. Es hat aufgehört. Gott sei Dank. Die Luft ist rein. Wir können rauskriechen. Langsam, langsam. Aus dem Weg. Hier nicht drängeln. Was dauert denn da so lange? Kommt jeder raus. Oh mein Gott. Das ganze Nachbarhaus ist abgebrannt und eingestürzt. Alter Tod. Da ist keiner mehr rausgekommen. Ja. Die sind entweder erstickt oder verbrannt. Alle im Keller sind umgekommen und ich hab sie nicht reingelassen. Mensch, Erich, reiß da zusammen. Du konntest nicht anders. Ich weiß ja, was du denkst. Und die Leute tun mir ja auch leid. Aber denk mal so. Das hätte ja auch uns treffen können. Ach, Else. Du hast ja recht. Aber was soll ich machen? Mir belastet das einfach. Ich lebe und die da sind tot. Ihr Schweine! Ihr englische Schweine! Bald komme ich zum Flak-Bataillon und dann werde ich euch Schweine abschießen. Jeden einzelnen von euch! Komm her, Klaus, komm! Ich werde es euch zeigen! Beruhig dich! Der Führer wird euch den Arsch aufreißen! In dem Haus war Clara. Gestern waren wir noch zusammen unten am See Schlittschuh fahren. Mutti. Ja, mein Junge. Es tut so weh. Ich weiß. Und es wird auch noch eine ganze Weile wehtun. Warum musste sie sterben? Daran sind nur die Schweine von Tommys schuld. Mutter, was ist das für ein Loch hier im Boden? Das ist ein Loch von einer Brandbombe. Für eine Bombe ist das aber ein kleines Loch. Wir können dem Herrn danken, dass sie nicht gezündet hat. Und warum stehen dann noch alle Möbel und nichts ist kaputt gegangen? Die Brandbomben explodieren auch nicht, Klaus. Sie haben einen harten Kopf und fallen ganz senkrecht auf die Häuser. Durchschlagen dann Dach, Decken und Böden. Wenn sie sich durchgeschlagen haben, dann fangen sie an zu brennen und entzünden das Haus. Jedenfalls hat mir der Schulz das so erklärt. Deshalb haben wir Glück gehabt. Unsere Brandbombe hat sich nicht entzündet. Die vom Nebenhaus leider schon. Komm, Klaus, hilf mir mal bitte, den Tisch über das Loch zu stellen. Und kannst du dann mal runtergehen und wegen der Löcher dem Hauswart Bescheid geben? Ja, mach ich. Ich gehe danach noch zu Dieter. Wir sammeln wieder Granatsplitter. Wenn du zu Dieter gehst, dann schnapp dir doch dein Fahrrad. Ihr könnt ja beide mal auf den Bauernhof zu Tante Anneliese fahren und fragen, ob sie nicht noch ein paar Kartoffeln für uns hat. Ja, Mutter. Tante Anneliese wird sich freuen. Vielleicht können Dieter und ich ihr noch ein wenig auf dem Hof helfen. Dann kriegen wir bestimmt noch etwas extra. Ah.
Ach ja, die Kartoffeln werden auch immer schlechter. Na, wenigstens konnte Anneliese noch ein paar für uns abzwacken. Geht wohl sonst alles an die Front. Aber aus den Schalen kann ich diesmal keine Kartoffelpuffer mehr machen. Die sind einfach zu schlecht. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Wer kann das denn sein um diese Uhrzeit? Ich hoffe nicht wie bei Otto. Oh nein, bitte nicht. Guten Tag, sind Sie Frau Erika Schmidt? Ja, ich bin Erika Schmidt. Ist etwas passiert? Das weiß ich nicht. Ich soll Ihnen jedenfalls von der Kommandantur diesen Brief überreichen. Hier bitte sehr. Und hier einmal quittieren. Danke. Einen schönen Tag noch, Frau Schmidt. Sehr geehrte Frau Schmidt, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Karl Schmidt am 12.11.1943 im Kampf für Vaterland und Führer gefallen ist. Wir bitten Sie, seine persönlichen Sachen bei der Gauleitung Pankow bis zum 5.1. abzuholen. Hochachtungsvoll, Welkau, Gauleiter Pankow. Mutter! Mutter, was ist mit dir? Wach auf! Mutter! Mist! Ich brauche einen kalten Lappen! Was ist denn das? Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Karl im Kampf gefallen ist. Wir bitten Sie, bis zum 5.1. abzuholen. Nein! Nicht Karl! Doch nicht Karl! Frau Müller. Karl war so ein großartiger Junge. Ja, das war er. Nur ein großer. Nie ein böses Wort von ihm. Eine Seele von Mensch. Jetzt ist nicht nur mein Otto tot, sondern auch noch Karl. Hier, Frau Schmidt, ich habe Ihnen eine Tasse Tee gemacht. Fenchel und Baldrian. Das beruhigt ein wenig. Ach, Klaus, es tut mir so leid. Ich weiß es schon, Frau Müller, aber ich werde es denen schon zeigen. Mutter, ich werde Vater Karl und Clara rächen. Ich werde die Schweine alle töten und wenn es das Letzte ist, was ich tue, gleich morgen werde ich mich bei den freiwilligen Flakhelfern melden. Nein, genau das wirst du nicht tun, Klaus. Ich möchte, dass du mit deiner Schule mitfährst. Soweit ich weiß, wird eure Klasse nach Rügen evakuiert. Und da wirst du mitfahren. Hast du mich verstanden, aber Klaus? Mutter, das geht nicht. Ich werde dir doch gebraucht. Wie sollen wir den Krieg gewinnen, wenn alle abhauen? Deine Mutter hat recht, Klaus. Der Krieg ist schon verloren. Dann nützt all das Geschwätz vom Goebbels nicht. Was reden Sie denn da? Die Soldaten werden immer jünger und immer mehr Mütter verlieren ihre Söhne. Es sind doch schon viel zu viele für diesen Wahnsinn gestorben. Nichts ist verloren, Frau Müller. Wir werden den Krieg gewinnen. Nein, Klaus. Der Krieg ist schon für uns verloren. Wir haben fast alles verloren. Erst deinen Vater, jetzt Karl. Ich will dich nicht auch noch verlieren, verstehst du? Du bist das Einzige, was ich noch habe. Mein letztes Kind. Du fährst mit nach Rügen. Ich schaffe das hier schon alleine. Schau dir nur den Bahnhof an, Klaus. Der ist ja auch ganz zerbombt. Und hier sollen noch Züge fahren. Obwohl, da hinten steht ja einer. Komm, Klaus. Wie sollen wir nur meine Klasse hier finden, Mutter?
Das ist hier alles ein völliges Durcheinander. Wir werden deine Klasse schon finden, Klaus. Hier gibt es bestimmt ein System. Es gibt immer ein System. Ich denke, es ist alphabetisch geordnet. Die Humboldt-Schule ist bestimmt im vorderen Drittel zu finden. Im vorderen Drittel? Da vorne? Boah, das ist ja schlimmer als an der Front. Hör auf, so zu reden, Klaus. Ich finde das gar nicht komisch und ich möchte so etwas nicht hören. Hast du mich verstanden? Ja, Mutter, entschuldige. Ist mir so rausgerutscht. Aber ich habe da eine Idee, wie wir hier gut durchkommen. Folgt mir einfach. Was? Wie denn? Achtung, Achtung, machen Sie bitte Platz. Gehen Sie bitte zur Seite. Ich bin Jugendsanitätsführer. Ein dringender Fall, bitte zur Seite. Danke. Kann ich bitte durch? Ich bin Jugendsanitätsführer. Sag mal, Klaus, ich wusste ja gar nicht, dass du Jugendsanitätsführer bist. Ist das nicht eine kleine Amtsanmaßung von dir? Wieso Amtsanmaßung? Es gibt gar keinen Jugendsanitätsführer. Also ist es doch keine Amtsanmaßung. Das klingt nur so unheimlich wichtig und die Leute glauben halt alles, was sich militärisch und wichtig anhört. Klaus, du bist ja ein richtiger Fuchs. Ah, schau mal, da ist dein Klassenlehrer, Papa Heine. So nennt ihr ihn doch. Aber Mutter, sei leise. Das sagen wir doch nur so. Ist ja schon gut, Klaus. Aber irgendwie passt es schon. Papa Heine? Ja. Ah, Familie Schmidt. Hallo, Frau Schmidt. Hallo, Klaus. Hi, Linda. Klaus, hast du alles dabei, was auf der Liste stand? Jawohl, Herr Heine. Alles nochmals geprüft und eingepackt. Junge, lass das mal mit dem Jawohl, Herr Heine. Es reicht ein einfaches Ja, Herr Heine. Ich habe alles eingepackt. Wir sind hier nicht beim Militär. Und werd mal ein wenig lockerer. Bei mir darf ein Kind noch ein Kind sein. Auch wenn du schon ein großes Kind bist. Hi. Guten Tag, Herr Heine. Hier sind die Papiere, die Sie noch von Klaus brauchen. Danke, Frau Schmidt. Und du, Klaus, nimm schon mal deine Sachen und geh in den Zug. Such dir einen Platz, wo du dein Gepäck unterbringen kannst. Jawohl, Herr Heine. Ich meine, ja, Herr Heine. Frau Schmidt, Sie können sich jetzt gleich von Ihrem Sohn verabschieden. Wenn wir auf Rügen angekommen sind, schreibe ich ein Telegramm an die Schule. Sie können sich dann morgen in der Schule informieren, ob alles glatt gegangen ist. Also, machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank, Herr Heine. Bitte, passen Sie gut auf die Kinder auf. Mir ist nur noch der Klaus geblieben. Ja, ich weiß, Frau Schmidt. Ich werde auf Klaus ein besonderes Auge werfen. Versprochen. Frau Hoffmann! Frau Hoffmann! Gut, dass ich Sie gerade sehe, dass Sie schon da sind. Ich habe da noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar... Ach, hier bist du. Mutti. Komm her, Klaus. Du darfst jetzt nicht weinen. Hörst du, du musst stark sein. Du bist doch schon ein großer Mann. Außerdem dauert es ja auch nicht lange und du kommst wieder zurück. Glaubst du wirklich, Mutter? Was denkst du, wie lange bleibe ich weg? Na, ich denke, es werden schon 3 Wochen sein. Eher noch ein wenig mehr. Aber im Sommer bist du bestimmt wieder zu Hause und kannst mit deinen Freunden wieder am See schwimmen gehen. Ja, nur ohne Clara. Hey, weg da. Das ist mein Platz. Ich muss jetzt gehen, Klaus. Wir werden uns bald wiedersehen. Ja, Mutter. Ich werde stark sein. Siehst du? Ich weine schon gar nicht mehr. Ich will dein großer Sohn sein. Du bist mein großer Sohn. Guck mal, dort drüben, da ist deine Schwester. Es geht los! Es geht los! Mutter, ich bin bald wieder bei dir! Ja, Klaus, halt dich gerade, Junge, und zieh dich warm an. Und vergiss nicht zu schreiben. Und bleib stark. Bis bald. Auf Wiedersehen. Jetzt ist auch noch mein kleiner Klaus weg. Jetzt bin ich ganz alleine. Komm, Klaus, mach das Fenster zu. Es ist so kalt.
Der Ruß kommt rein und der Bahnhof ist sowieso nicht mehr zu sehen. Es ist schon kalt genug, wenn das Fenster geschlossen ist. Mutti. Hey, lass dich nicht so gehen. Wir sind zusammen und werden die Stellung schon halten. Außerdem ist es doch nur für ein paar Wochen, bis wir die Tommys in die Knie gezwungen haben und wieder zurück können. Bist du sicher, Dieter, dass es nur ein paar Wochen dauert? Na klar doch. Mein Vater hat Beziehungen bis ganz nach oben. Er meint, dass die Tommys keine 4 Wochen mehr durchhalten. Und der Russe? Och, der Russe. Das sind doch keine Menschen. Das ist doch für uns eher wie eine Treibjagd auf Tiere. Treibjagd? Bist du sicher? Schließlich ist mein Bruder Karl an der Ostfront gefallen. Wie eine Treibjagd sah das wohl nicht aus. Mensch, Klaus. Na klar ist das traurig, aber Opfer gibt es immer wieder und jeder muss für sein Vaterland Opfer bringen. Hast du schon jemanden aus deiner Familie verloren? Ja, mein Onkel. Er ist als Held in einem Sondereinsatz gegen die Franzosen gefallen, aber so ist das halt. Dafür konnten wir dann auch in Paris einmarschieren. Ich konnte meinen Onkel sowieso nicht leiden. Er dachte mal, er wäre etwas Besonderes. Mein Bruder Karl ist etwas Besonderes. Ich meine, war etwas Besonderes. Er fehlt mir sehr. Naja, meine Base war dafür sehr traurig. Mein Vater ist auch gefallen. Du hast noch deinen Vater. Er ist ein hohes Tier und muss nicht an der Front kämpfen, oder? Ja, Klaus, ich habe meinen Vater noch. Und ja, Klaus, er ist ein hohes Tier. Sonst wären wir heute nicht nach Rügen unterwegs. Aber er sagt immer, dass es nur vorübergehend ist. Also wir müssen halt alle zusammenhalten. Komm, Klaus, lass uns erstmal dort sein. Ich wette, wir haben noch eine Menge Spaß. Ich hoffe, du hast recht. Vielleicht stimmt es ja, was dein Vater gesagt hat und wir kommen bald nach Hause. Sage mal, du kennst doch Treibeball? Klar kenne ich Treibeball. Warum fragst du? Weil wir dich für unsere Elitemannschaft haben wollen. Ich weiß, dass du sehr weit werfen kannst. Wohl so um die 80 Meter, oder? Mein weitestes war 92 Meter. Allerdings mit etwas Rückenwind. Treibeball ist klar, aber es wird immer ein wenig unterschiedlich gespielt. Wie wird es hier in der Elitemannschaft gespielt? Erklär du es ihm, Professor Werner. Na dann, Werner. Ich bin schon ganz gespannt. Die Mannschaften losen am Anfang des Spiels, wer beginnt. Und die beginnende Mannschaft wählt ihren ersten Werfer. Dieser wirft den Ball so weit wie möglich zur gegnerischen Mannschaft. Diese sollte den Ball fangen und von dieser Stelle und vom Fänger wieder zurückgeworfen werden. Wird der Ball nicht gefangen und rollt aus, dann wird von der Stelle und von demjenigen zurückgeworfen, der den Ball aufhebt. Ja, genauso spielen wir es auch in unserer Straße. Also dafür braucht ihr mich als Werfer? Und als Fänger. Aber unsere Mannschaft spielt nicht nur zusammen Treibeball, sondern auch Brennball, Schlagball und Völkerball. Alles klar, hört sich gut an. Werfen und fangen kann ich. Wir sind die Sportelite unserer Schule. Und wie ich es vom Fähneinführer verstanden habe, sucht er noch einen Spieler, der gut werfen kann. Ich bin dabei. Prima, Klaus. Dann kann ich dich ja beim Fähneinführer vorschlagen. Siehst du, Klaus? Der Spaß beginnt schon. Mensch, Klaus, seit einer halben Stunde latscht wir jetzt schon. Der Heide hat doch gesagt, dass es nicht weit vom Bahnhof ist. Sind wir jetzt bald da? Ja, stimmt, hat er gesagt. Ich bin auch schon ganz durchgefroren. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Boah, ich kann nicht mehr. So, Jungs, wir sind da. Hä? Was denn? Hier stehen doch nur leere Häuser. Das sind alles Hotels, Werner. Alle Häuser hier an der Promenade sind Hotels und die, die in der zweiten Reihe stehen, auch. Alle Hotels wurden hier extra für die Schulklassen aus Berlin, Hamburg und Westfalen freigemacht. Und das hier ist unser Haus. Hotel Seestern? Du, Dieter, schau mal. Hotel Seestern. Wir werden in einem richtigen Hotel wohnen. Mensch, das ist ja wie Urlaub. Du hast recht, Klaus. Ein richtiges Hotel. Das ist ja echt Knorke. Muss einem Juden gehört haben. Ich meine nur, wegen der Judensterne, die an den Fenstern aufgemalt sind.
Na, dann ist es ja gut, dass wir es jetzt haben. Jungs, jetzt streitet euch nicht, wer wo schläft. Hey, mach mal Platz da. Nein, ich schlafe nicht. Oh, weg da. Hau ab, sonst setzt es. Oh, lass das. Geh sofort da runter. Aber ich will nicht oben schlafen. Aua, na warte, hör auf, Jürgen. Lass das jetzt endlich. Weg da. Stefan, Jürgen, was ist los? Warum kannst du nicht oben schlafen? Weil ich Höhenangst habe, Herr Heine. Gut, Stefan, dann schläfst du unten und Jürgen schläft oben. Oder Jürgen, tausch doch mit Klaus. Aber Herr Heine... Keine Widerrede, ich habe das jetzt so entschieden. So. Och, nee. Manfred. Manfred, was soll das denn hier sein? Das nennst du ordentlich in den Schrank verstaut? Das kann ich nicht besser, Herr Heine. Kann nicht heißt will nicht. Was ist das denn für eine Einstellung, Manfred? Du weißt doch, ein deutscher Junge kann alles, wenn er nur will. Hast du denn gar nichts gelernt? Hier, schau dir Jürgens Schrank an. Das nenne ich akkurat. Sauber und ordentlich einsortiert. Also, nochmal raus mit deinen Sachen und lass dir von Jürgen zeigen, wie es geht. Hast du mich verstanden? Jawohl, Herr Heine. Lass dieses Jawohl. Ein einfaches Ja, Herr Heine, reicht. Ich bin Lehrer und kein General. Ja, Herr Heine. So, Klasse 12b ist dran. Jeder nimmt sich einen Teller und setzt sich dann ruhig auf seinen Platz. Also, wer sagt's denn? In Ordnung, Marianne. Alle Kinder sitzen. Sie können jetzt die Pellkartoffeln und den Quark auf den Tisch stellen. Ja, Herr Heine. Und danke nochmal, dass Sie mir ein paar Jungs aus Küchenhilfe gegeben haben. Keine Ursache, Marianne. Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte. Sehr sogar. Ich kann jede Hilfe, die wir brauchen. Wie ich höre, sind Sie keine Deutsche? Wo kommen Sie denn her? Ich bin Schweizerin. Aha. Ich habe einen deutschen Mann geheiratet. Da haben Sie sich also schon mal vorsorglich einen Deutschen geangelt, bevor wir auch die Schweiz annektieren. Holz, was fällt Ihnen ein? Bitte entschuldigen Sie mal. Ach, ist schon gut, Herr Heine. Er ist ja noch jung. Auch er wird eines Tages begreifen. Wir fliegen gleich ein paar Granatsplitter um die Ohren. Kommen Sie dir doch holen, wenn du dich traust. Pass mal auf, du Fettsack. Wenn ich dir meine Gabel in den Hintern stecke, dann gibt's nur noch einen Fettfleck von dir. Hör auf, Kindernführer schaut schon zu uns. Komm, setz dich wieder hin. Den Fettbolzen kriegen wir noch. Und ich weiß auch schon wie. Morgen beim Schlagballspielen. So ein kleiner Lederball in der Fresse kann ganz schön wehtun. Dann wird's schwierig mit dem Essen, wenn das Maul geschwollen ist. Ruhe! In genau 10 Minuten treffen wir uns vor dem Hotel. Wir werden heute nur ein leichtes Training absolvieren. Zum Angewöhnen. Also zack, zack, Jungs. Jawohl, Fähnleitführer Holz. Lasse 8C, stillgestanden. Mensch, Horst Meier, das nenne ich mal einen echten deutschen Jungen. Seht ihr, ihr Weichlinge, Horst Meier zeigt euch, was ein gestellter deutscher Junge ist. Turnhose und Leibchen im Winter. Diese Einstellung würde unserem Führer gefallen. Ein Vorbild für unsere Jugend. Und ihr? Ich habe meinen Trainingsanzug zu Hause vergessen. So, so, vergessen. Und warum zitterst du so? Du hast doch wohl keine Angst vor mir, oder? Ich friere. Mir ist kalt. Was, Horst? Du zitterst, weil du frierst. Was soll das denn? Ein deutscher Junge zittert nicht vor Kälte. Ein deutscher Junge zittert höchstens vor Wut, weil er keinen Ofen hat, aber nicht wegen dem bisschen Kälte. Ihr seid alle Schlappschwänze. Ich glaube, ihr braucht ein besonderes Training, um euch Weichlinge zu stählen. Alles wieder zurück umziehen. Ihr zieht euch jetzt alle die kurzen Sommerhosen an. Ihr sollt alle gleich aussehen. Und wenn euer Kamerad Horst nicht so aussehen kann wie ihr, dann werdet ihr halt aussehen wie er. In 5 Minuten steht ihr wieder hier und Abmarsch! Für die Aktion mit der Turnkleidung bekommt Horst noch eine Abreibung. Ja gut, Dieter, aber erst morgen. Ich bin zu müde, von wegen leichtes Training. Und morgen geht es weiter. Erst Schule und dann will Holz mit uns zum Kreidefelsen marschieren. Na, Prost, Mahlzeit. Ach, reg dich doch ab. Sag mal, Dieter, glaubst du, wir kommen bald nach Hause? Puh, ich weiß nicht. Ich glaube, vor Weihnachten nicht.
Hey, was für ein Werner? Hier bitte, deine Post. Danke, Herr Heine. Der ist dann ja richtig pünktlich zum Heiligen Abend gekommen. Naja, Werner. Um die Wahrheit zu sagen, die Briefe kamen schon letzte Woche. Aber wir dachten uns, da Post etwas Besonderes ist, sollten wir die Briefe auch erst heute am Heiligabend verteilen. Wenn es schon keine Geschenke gibt, dann doch wenigstens einen Gruß aus der Heimat. Da hatten Sie recht, Herr Heine. Dieter? Dieter, hier ein besonders dicker Brief. Oh, danke, Herr Heine. So. Und zu guter Letzt ein Brief für Klaus. Danke, Herr Heine. Mein lieber Klaus, jetzt sind es schon über 2 Wochen her, wo du von zu Hause weg bist. Es hat wieder geschneit und wir haben nicht viel Kohle zum Heizen bekommen. Tante Anneliese versorgt mich mit Lebensmitteln, so gut sie kann. Das meiste der letzten Ernte geht zu den Soldaten an die Front. Sie darf nur einen kleinen Teil für sich behalten. Aber ich hoffe, du bist gut versorgt. Leider können wir Eltern keine Geschenke schicken. Nur der Brief ist erlaubt. Ich hatte den Strickpullover von deinem Vater aufgeräufelt und einen neuen für dich gestrickt. Nun wird er wohl auf dich warten müssen. Er ist schön geworden, marineblau mit einem weißen Kragen. Du liebst doch blau. Mach dir keine Sorgen, Klaus, ich komme schon klar. Und du bist ja schon mein Großer. Ich freue mich jedenfalls, wenn du wiederkommst, mein Junge. Ich liebe dich und ich wünsche dir unter diesen schwierigen Umständen trotzdem schöne Weihnachten. In Liebe, deine Mutter. Mutti! Klaus? Klaus! Mutti, ich will wieder nach Hause. Es ist so einsam ohne dich. Ihr fehlt mir alle. Du, Vater, Karl und Clara. Ich bin so alleine. Es ist Weihnachten, Mutter, und ich kann nicht bei dir sein. Karl kann nicht bei mir sein und Vater auch nicht. Alle haben mich verlassen. Und alles nur wegen dem Scheißkrieg. Was weiß der Dieter denn schon vom Krieg? Er hat doch niemanden im Krieg verloren. Der kann gut reden. Alle sagen, der Krieg ist bald zu Ende. Ja, wo denn? Wann ist dieser Scheißkrieg zu Ende? Wann? Ich will nach Hause, Mama. Ich will nicht mehr dein Großer sein. Ich kann nicht mehr dein Großer sein. Ich will wieder dein kleiner Junge sein. Bitte, Klaus. Mama, hol mich ab. Klaus! Mann, Klaus, endlich haben wir dich gefunden. Gott sei Dank. Wir dachten schon, dir wäre etwas passiert. Oder du wärst auf dem Weg nach Berlin. Mensch, Klaus, bin ich froh, dass du wohl auf bist. Werner, gib doch mal die Decke, die du mitgebracht hast. Na klar doch. Hier, Klaus, die Decke. Och, du bist ja ganz durchgefroren. Komm, wir gehen wieder ins Hotel. Übrigens, Klaus, wir sagen, Papa Hein hat uns geschickt. Also, wenn wir gefragt werden. Wir waren auf Feindbeobachtung. Alles klar? Ja, Dieter, auf Feindbeobachtung. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen, wo ihr jetzt herkommt? Dieter! Vom Strand, Finanführer Holz. So, vom Strand. Und was habt ihr dort ohne mein Wissen gemacht? Feindbeobachtung, Finanführer Holz. Ohne meinen Befehl? Jawohl, Finanführer Holz. Ja, seid ihr denn total verrückt geworden? Meint ihr denn nur, weil Weihnachten ist, könnt ihr machen, was ihr wollt? Nein, natürlich nicht, Finanführer Holz. Wir hatten einen geheimen Auftrag. Wie, was geheim? Hört zu, meine kleinen Scheißerchen. Ich will jetzt auf der Stelle wissen, wer euch den Auftrag erteilt hat. Denn wenn hier einer Aufträge erteilt, dann bin ich das. Ist das klar? Los jetzt, wer war's? Der Heine. Der Heine war's. Der Heine. Dieser alte Kommunist. Den schnapp ich mir noch. Los, abtreten, aber zackig. Und denk nicht, dass ich mit euch schon fertig bin. Das hat noch Folgen. Sie wollten mich sprechen, Herr Holz? Fähnleinführer Holz, bitte. Ja, richtig, ich wollte Sie sprechen. Haben Sie den Kindern den Auftrag gegeben, sie sollen sich auf Feindbeobachtung an den Strand stellen? Welche Kinder meinen Sie? Klaus, Dieter, Werner und Kameraden. Ja, das habe ich.
Haben Sie damit ein Problem? Ja, Herr Heine, ich habe ein Problem damit. Und überhaupt habe ich ein Problem mit Ihnen. Sie legen mir immer wieder Steine in den Weg und unterlaufen meine Autorität. Sie sprechen mich nicht angemessen an und vergessen stets, dass ich über Ihnen stehe. Wir sind ja hier unter uns und jetzt hören Sie mir mal gut zu, Herr Holz. Ich werde Ihnen jetzt mal dazu Folgendes sagen. Ich bin Zivilist und kein Militär. So wie Sie. Ob Sie nun über mir stehen und Anordnungen geben können oder ob Sie unter mir stehen und die Latrinen reinigen, ist mir völlig wurscht. Respekt und Anerkennung, Herr Holz, bekommt man nicht durch einen Titel. Respekt und Anerkennung muss man sich bei den Menschen erarbeiten, beziehungsweise verdienen. Wie alt sind Sie eigentlich, Herr Holz? 17? 18? Noch nicht einmal volljährig. Und was haben Sie bisher geleistet, damit Sie meinen Respekt verdienen? Was denken Sie, warum mich die Schüler hinter vorgehaltener Hand Papa Heine nennen? Weil ich die Jungs schikaniere, so wie Sie, sie bis aufs Zahnfleisch schleife? Nein, Herr Holz. Ich behandle Sie wie Kinder, mit strenger Hand, aber wie Kinder. Man muss wissen, wie man seine Macht einsetzt, wohldosiert, gezielt und nicht wahllos und mit ganzer Wucht, so wie Sie das tun. Sie haben das leider noch nicht gelernt. Sie haben zwar einen Posten bekommen, aber nichts an die Hand zum Führen. Sollte ich es erleben, dass Sie sich ändern, dann bin ich auch bereit, Sie zu respektieren. So. Herr Heine, also... Und jetzt verlassen Sie bitte das Zimmer. Das Gespräch ist jetzt für mich beendet. Frohes Weihnachtsfest, Herr Holz. Ich werde den Vorfall meinen Vorgesetzten melden. Das hat noch Konsequenzen für Sie. Heil Hitler! Ja, melden Sie das ruhig. Sie haben gar nichts, aber auch scheinbar gar nichts verstanden. Ich will kein Heil Hitler hören. Habt ihr verstanden? Wer von euch ist hier der Zimmerälteste? Das bin ich, Herr Heine. Also du. Komm mit mir in mein Zimmer, Dieter. Wir müssen uns mal unterhalten. So. Es ging also um eine Rettungsaktion. Und wen wolltet ihr retten? Naja, Ihnen kann ich es vielleicht erzählen. Es ging um Klaus. Was war denn mit Klaus? Klaus ist einfach abgehauen, nachdem er den Brief von seiner Mutter gelesen hat. Er weinte und wir hatten Angst, dass er sich etwas antut. Am Strand haben wir ihn dann endlich gefunden und wieder zurückgebracht. Da hat uns dann der Holz überrascht. Wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Der Holz ist immer so streng. Da habe ich dann gesagt, sie hätten uns einen Auftrag erteilt am Strand, Feindbeobachtung zu machen. Weißt du eigentlich, in welche Schwierigkeiten ihr mich damit gebracht habt? Mann. Ausgerechnet Geheimauftrag. Mensch, Dieter, der Holz macht Meldung und ich bin am... und ich krieg's ab. Nein, Herr Heine, Sie sollen nicht dafür büßen. Ein deutscher Junge steht zu seinen Fehlern. Ich gehe zum Holz und erzähle ihm die Wahrheit. Das lässt du schön bleiben, Dieter. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich euch den Auftrag erteilt habe. Wenn du jetzt zu ihm gehst, dann dreht der Holz völlig durch. Nein, Dieter, es bleibt so, wie es ist. Diesmal decke ich euch noch. Aber das nächste Mal macht Holz Kleinholz aus euch. Holz, Kleinholz. Aber was sollen wir jetzt tun? Gar nichts. Ihr haltet die Füße still. Danke. Papa Heine. Was hast du gesagt? Danke, Herr Heine. Ach was, Schwamm drüber. Schick mir mal den Klaus rein. Jawohl, Herr Heine. Sie wollen mit mir sprechen, Herr Heine? Ja, Klaus. Setz dich erstmal. Ich denke, wir sollten mal so von Mann zu Mann reden. Ich habe gehört, dass du einen Brief von deiner Mutter erhalten hast und aufgrund dessen ein bisschen, na sagen wir mal, desorientiert in der Gegend herumgelaufen bist. Ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst, Klaus. Du fühlst dich wie die meisten hier, einsam. Habe ich recht? Du möchtest nach Hause? Hör mal, wir wollen alle nach Hause. Und ganz besonders zu Weihnachten. Ich kann das verstehen, Klaus. Nur dieses Mal geht es nicht. Sie haben Ihre Frau dabei. Und Sportlehrer Grunwald hat seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter mit.
Aber ich habe niemanden. Doch, Klaus. Du hast uns, du hast deine Freunde. Du hast den Dieter, den Werner, Stefan, Horst, Jürgen und andere. Und du hast mich, Klaus. Warte mal. Ich habe hier etwas für dich. Was ist das? Stell es auf den Tisch und dreh mal an der kleinen Kurbel. Das ist aber schön. Und die soll für mich sein? Frohe Weihnachten, Klaus. Aber verrat mich nicht, sonst wollen alle eine Spieluhr. Danke, Herr Heine. Danke, danke, danke. So, und nun hau ab, Junge. Aber nicht nach Berlin. Nein, Herr Heine, keine Angst. Ich hau nicht wieder ab. Mann, Dieter, ist das eine Hitze heute. Und wir haben erst April. Ja, ungewöhnlich heiß. Auch der Holz ist heute mal wieder unerträglich. Stillgestanden! Werner, teile die grünen Leibbänder aus. Jawohl, Fähnleinführer Holz. Jeder bekommt nun von Werner ein grünes Leibband, welches er sich um seinen Leib bindet. Heute kämpfen wir gegen die Klasse 8 der Hermann-Göring-Schule aus Spandau. Fähnleinführer Krieger wartet mit seiner Truppe am Ende des Waldes. Alle seine Jungs tragen weiße Leibbänder. Wer die meisten Gefangenen gemacht hat, ist Sieger. Und ich hoffe doch, dass wir das diesmal sein werden. Habt ihr alles verstanden? Jawohl, Fähnleinführer Holz. Wir marschieren jetzt noch ungefähr 500 Meter in den Wald hinein. Und um Punkt 11 Uhr beginnt Operation Hermann-Göring-Schule. Meine Schuhe gehen auch bald kaputt. Und es sind die einzigen, die ich habe. Mir geht's genauso, Klaus. Mir tun auch schon die Füße weh. Alles stehen bleiben! Klaus, Dieter, aus der Reihe! Ich höre euch die ganze Zeit nur quatschen. Ihr habt wohl noch zu viel Luft in den Lungen, was? Los, jeder von euch 15 Liegestütz mit Rucksack! Los, los, runter mit euch! Na, ihr habt wohl noch immer Luft. Dann machen wir zusätzlich noch ein kleines Fragespiel. Dieter, welches Datum haben wir heute? Den 10. April 1945, Fähnleinführer Holz. Richtig, Klaus. Wann hat unser Führer Geburtstag? Am 20. Fähnleinführer Holz, da kommt Paul aus der 9a angerannt. Fähnleinführer Holz. Da muss was passiert sein. Die Russen, die Bolschewisten kommen. Fähnleinführer Holz, wir sollen sofort zurück ins Hotel. Die Bolschewisten kommen. Wir sollen uns beeilen. Wie? Wir müssen hier hinweg. Die Bolschewisten kommen? Wer hat das gesagt? Der Heine hat das gesagt. Wir sollen alle sofort zurückkommen und die Sachen packen. Wir fahren noch heute von hier weg. Und wohin fahren wir? Das weiß ich nicht, Fähnleinführer Holz. Keiner weiß das. Na gut, also, alle Mann, Rückkehr, Marsch im Laufschritt. Papa Heine hat gesagt, dass wir gleich unsere Koffer bekommen. Ich habe meine Sachen schon aufs Bett gelegt. Da kommt der Holz. Hört her, Jungs. Es kommen jetzt die Koffer aus dem Lager. Jeder von euch packt in seinen Rucksack nur wirklich das Allernotwendigste ein und den Rest in den Koffer. Wir müssen los. Die Koffer werden dann später zum Bahnhof gebracht. Ihr könnt euch nicht auch noch mit den Koffern abschleppen, dazu ist zu wenig Zeit. Also, nur das Notwendigste, verstanden? Jawohl, Fähnleinführer Holz. Fähnleinführer Holz? Darf ich eine Frage stellen? Was gibt es, Manfred? Wissen Sie schon, wo es hingeht? Nein, Manfred, das Ziel ist unbekannt. Was packst du denn in deinen Rucksack? Deine Rollschuhe?
Wir sollen doch nur das Allerwichtigste mitnehmen. Das ist mein Allerwichtigstes. Mann, Klaus. Also manchmal hast du nicht alle Tassen im Schrank. Na und? Und außerdem passen die auch nicht mehr in meinen Koffer. Los, Jungs, seid ihr soweit? Wir müssen los. Mensch, Jürgen, beeil dich doch mal ein bisschen und quatsch nicht so viel. Stefan, hilf Jürgen mal beim Packen, sonst wird er ja nie fertig. Jawohl, Herr Heine. Jürgen, geh mal beiseite und lass mich mal ran. Danke, Stefan. Aber das mit dem Jawohl. Ja, Herr Heine. Gut. So, Jungs, wie sieht's aus? Sind jetzt alle fertig? Jawohl, Herr Heine. Alles fertig. Na dann los, es wird Zeit. Eigentlich wären wir schon längst da. Ach, der fährt aber auch sowas von langsam. Den könnte ich ja selbst beim Rückwärtsgehen noch überholen. Ich gehe mal zum Heine und frag ihn, wie lange es noch dauert. Ich habe nämlich Hunger. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Herr Heine. Wissen Sie, wie lange es noch dauert? Hab Geduld, Dieter. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir sind bestimmt gleich da. Zu Pferd, aber auch langsam. Naja, weißt du, das liegt daran, dass teilweise die Gleise zerbombt wurden und nur notdürftig repariert sind. Daher kann der Zug auch nicht so schnell über die Schienen fahren. Sei froh, Dieter, dass wir nicht nach Rostock laufen müssen. So, geh mal wieder in dein Abteil. In Rostock werden wir weitersehen, in Ordnung. Ja gut, Herr Heine. Ich sag's den anderen. Danke. Keine Ursache, Dieter. Ich auch, Klaus. Kopf runter, Klaus. Mensch, Dieter, der wollte uns gar nicht treffen. Nicht, Klaus. Der hat da hinten auf die Öltanks geschossen. Guck mal, Dieter, Werner hat sich vor Angst in die Hose gepinkelt. Wer sind hier die verantwortlichen Lehrer? Ich. Mein Name ist Heine. Heil Hitler. Hauptmann Lehmann. Wir haben Anweisungen bekommen, Sie und Ihre Schüler hier am Bahnhof mit Essen zu versorgen. Danach geht es weiter nach Kolding. Wie bitte? Nach Kolding? Aber das liegt ja in Dänemark. Ja, genau, Herr Heine. Sie haben richtig verstanden. Die Bezirksführung hat beschlossen, dass die Kinder in Dänemark am sichersten sind. Es ist kurz vor Mitternacht. Melden sich am Ende des Bahnhofs beim Roten Kreuz. Dort bekommen Sie alle eine kräftige Erbsensuppe. Sie haben 45 Minuten Zeit zum Essen. Danach fahren Sie dann weiter nach Kolding. Ich habe verstanden, Herr Hauptmann. Sie dort, Fähnleinführer. Heil Hitler, Fähnleinführer Holz. Alle Fähnleinführer, die in diesem Zug mitgefahren sind, bleiben in Deutschland. Es warten neue Aufgaben auf Sie. Wir treffen uns nach dem Essen im Büro des Bahnhofsvorstands. Geben Sie die Information an alle Fähnleinführer weiter. Haben Sie mich verstanden, Fähnleinführer Holz? Jawohl, Herr Hauptmann. Heil Hitler. Ja, schon gut. Schaut mal, Jungs. Was ist das denn für eine Plörre? Da kannst du ja die Erbsen mit der Lupe suchen. Wasser habe ich selber im Rucksack. Also Dieter, die Suppe werde ich bestimmt nicht essen. Gibt ja nicht mal ein Brot dazu. Ach, mir ist das egal. Hauptsache, sie ist heiß. Weißt du, was das Beste ist? Nö, was denn? Na, der Holz ist nicht mehr bei uns. Nein? Woher weißt du das? Das habe ich vorhin vom Heine gehört, wie er mit der alten Schöll von der Klasse 9a gesprochen hat. Alle Fähnleinführer bleiben in Deutschland. Ich glaube, die müssen an die Front. Mann, das ist ja echt super, Knorke. Kein Holz mehr? Wirklich? Ich kann das gar nicht glauben. Ich weiß noch was. Was denn? Ich weiß, wo wir hinfahren. Wie, das weißt du auch?
Du wirst es nicht glauben, Klaus, aber wir fahren nach Dänemark. Ich glaube, ich fall um. Ja, das ist die zweite Überraschung des Tages. Sag mal, Dieter, warst du schon mal in Dänemark? Spinnst du? Wann soll ich denn schon mal da gewesen sein? Ich habe gehört, da soll es richtig gutes Essen geben. Nicht so eine Suppe wie die hier. Jungs, 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 hört mal alle her. Ich habe euch was zu sagen. Jawohl. Jetzt seid doch mal ruhig. Also, die Fahrt ist hier leider nicht zu Ende. Wir werden gleich in einen anderen Zug steigen und dann geht's weiter nach Kolding. Was? Und Kolding Nein, liegt in ich Dänemark. Will nach Hause. Dänemark? Ich will da nicht hin. Ruhig, bleibt ruhig, bleibt ruhig, Jungs. In 15 Minuten kommt unser Zug. Wer dann noch nichts gegessen hat, bekommt auch nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu essen. Dieter? Ja, Klaus? Sind wir schon in Dänemark? Ich weiß nicht, aber es wird schon hell. Glaubst du, unsere Eltern wissen, wo wir sind? Nee, glaube ich nicht. Ach, Klaus, lass mich noch ein bisschen schlafen. So, alle mal aufgewacht. Wir sind gleich in Kolding. Packt schon mal eure Sachen zusammen. In 10 Minuten treffen wir uns im Gang. Alles klar, Herr Heine. In 10 Minuten auf dem Gang. Schau, Dieter, da ist der Bahnhof. Jetzt sind wir endlich da. Mann, endlich. Ich möchte nur noch schlafen. Aber jetzt nicht so lang rumbummeln hier. Gut. Und ihr hier, ihr, nehmt eure Sachen. Und wenn ihr ausgestiegen seid, treffen wir uns alle auf dem Bahnsteig zur Lagebesprechung. Also, Jungs, alle stehen geblieben. Wartet hier auf mich, bis ich wiederkomme. Jawohl, Herr Heine. Wir haben ein Problem. Wir können Sie leider nicht alle unterbringen. Daher wurde Folgendes beschlossen. Die Freiherr von Steinschule und die Rheingau-Schule bleiben hier. Die Humboldt-Schule fährt mit dem nächsten Zug weiter nach Fredericia. Alle Lehrer der Humboldt-Schule gehen jetzt mit ihren Schülern zum Gleis 3. Die anderen Lehrer bleiben bitte noch hier, um weiteres zu besprechen. Ah, na bitte. Oh mein Gott, ist vorbei. Geht doch. Also hört mal alle her. Schlechte Nachrichten. Wir können hier nicht bleiben. Ja, 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 ich weiß, es ist nicht schön, aber ich kann es auch nicht ändern. Wir fahren weiter nach Fredericia. Wie lange fahren wir diesmal? Ich kann dich beruhigen, Dieter. Diesmal ist es wirklich nicht mehr weit. So ungefähr 25 Kilometer. Ich denke, in spätestens einer halben Stunde sind wir dann endlich angekommen. Na Mann, wird aber auch Zeit. Ich denke, das hier ist ein Hotel. Das sind ja alles Strohmatratzen. Also ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, Dieter. Andere müssen auf dem Boden schlafen. Du kannst wenigstens in einem Bett schlafen. Also stell dich nicht so an. Ja, Sie haben ja recht, Herr Heine. Also ich finde das prima hier. Und schau mal, Dieter, wir können direkt von hier oben auf das Meer schauen. Sieh mal, da sind auch unsere U-Boote. Dieter, hast du mal ein Fernglas? Ja, warte mal. Da ist ein Jagdbomber. Wo fliegt der denn hin? Mann, der fliegt ja direkt zu den U-Booten. Ach, endlich mein Fernglas. Wo fliegt der denn hin? Mann, der fliegt ja direkt zu den U-Booten. Ja, sie versuchen abzutauchen. Da, der Bomber dreht eine Schleife und schießt schon wieder. Nein, er wirft eine Bombe ab. Mensch, hoffentlich schaffen es unsere Jungs noch. Mensch, ich glaube, den einen hat's erwischt. Ich bin mir aber nicht sicher. Puh. Alle sind abgetaucht. Der Flieger ist weg. Herr Heine, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja, Jungs. Ist nur der Schreck. Also, ich fand's spannend. Da, Leute. Da hinten taucht ein U-Boot wieder auf. Aber die anderen beiden nicht? Die haben's wohl nicht geschafft. Ich sehe einen riesigen schwarzen Fleck im Wasser.
Was ist das? Öl. Öl? Das heißt, die sind getroffen? Ja, Dieter. Scheiße, Mann. Einmal nicht aufgepasst und bumm, sind alle weg. Also, Jungs, kommt. Kommt, Jungs, packt eure Sachen in die Schränke. Hey, Jungs, habt ihr gehört? Hamburg brennt. Was? Hamburg? Das gibt's doch nicht. Diese Schweine. Woher weißt du das, Werner? Papa Heine hat es der Scholl von der 9a erzählt. Ich habe es zufällig gehört. Mensch, Hamburg. Das ist doch nicht weit von hier. Und wir sitzen hier fest und können nichts tun. So ein Mist aber auch. Mensch, wir müssen doch was machen können. Ich rede mal mit Papa Heine. Quatsch, Klaus. Der Heine fragt uns sicher, ob wir einen Knall haben. Der versteht den Ernst der Lage sowieso nicht. Und was wollen wir machen? Wir müssen irgendwie Hamburg retten. Unbedingt. Heute Nacht werden wir zum Hafen schleichen und dann sein Boot kapern. Ja, genau. Aber wie wollen wir damit fahren? Ich denke, das ist gar nicht so leicht. Das ist kein Problem. Mein Vater hat doch ein Boot und ich weiß, wie man damit fährt. Das ist kinderleicht. Ihr wollt das wirklich machen? Na klar, Werner. Wer soll denn sonst Hamburg retten? Die anderen sind doch alle an der Front. Wir müssen das tun, verstehst du? Hm. Was ist? Bist du dabei? Naja, ich weiß nicht. Und du willst ein deutscher Junge sein? Du bist wohl feige oder was? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur... Hey, wir brauchen jede Hand in Hamburg. Na, in Ordnung. Dann bin ich dabei. Und Klaus? Na, ist doch Ehrensache. Na prima. Also, wir werden heute Abend gleich nach dem Abendbrot zum Hafen schleichen. Alles klar, Dieter. Alles klar. Welches Boot sollen wir nehmen? Das da! Los, kommt! Was her? Los, verschwindet! Mit Start! Mensch, wir sind entdeckt worden! Los, Jungs, nicht zieh weg hier! Nein! Mensch, was Klaus, der hat den Werner geschnappt. So ein Mist. Jetzt gibt's Ärger. Das gibt auf jeden Fall Ärger. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu Papa Heine müssen. Was wolltet ihr da draußen bei den Booten? Dieter? Unserem Vaterland dienen, Herr Heine. Wie bitte? Was wolltet ihr? Na, wir wollten das Vaterland retten. Oh, Jungs. Mann, Mann, Mann. Eure Absicht in Ehren, aber habt ihr wirklich geglaubt, indem ihr den Dänen ein Boot stehlt, könnt ihr das Vaterland retten? Wir wollten ja nicht nur einfach den Dänen das Boot stehlen, Herr Heine, sondern wir wollten es uns einfach nur ausborgen und damit nach Hamburg fahren. Hamburg braucht jetzt jeden Mann. Jungs, seid ihr denn von allen Geistern verlassen? Ja, glaubt ihr denn wirklich, drei Pimpfe von 14 Jahren können Hamburg retten? Mensch, Dieter, Klaus, Werner, denkt doch mal nach. Seid ihr denn so blind und seht nicht, dass der Krieg verloren ist? Es gibt nichts mehr zu retten. Der Führer ist tot. Es kam gerade heute in den Nachrichten. Die Russen haben Berlin eingenommen. Der Krieg ist jetzt Gott sei Dank bald zu Ende und ihr wolltet noch Hamburg retten. Mensch, Kinder, wie hat man nur eure Köpfe verdreht? So, und nun geht auf eure Zimmer und lasst den Kopf nicht hängen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Mir ist langweilig. Mir auch. Hast du nicht eine Idee, was wir machen können? Ach, eigentlich habe ich zu gar nichts Lust. Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr hier und spielen immer dasselbe. Stimmt. Weißt du, Klaus, manchmal wünsche ich mir, wir hätten wieder Schule. So wie auf Rügen. Dann wäre es nicht mehr so langweilig. Ach, ihr werdet es nicht glauben, aber irgendwie vermisse ich den Holz. Der hat mit uns immer was gemacht, auch wenn es anstrengend war. Ach ja, der Holz. Irgendwie vermisse ich ihn auch. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, was das da für eine Befestigung ist?
Da am Ende des Strandweges. Was sind für eine Befestigung? Was meinst du denn? Naja, keine Befestigung direkt. Eher sowas wie eine Art Bunker. Liegt ein bisschen versteckt. Kann man nicht gleich sehen. Nee, Klaus, das kenne ich auch nicht. Wo denn? Zeig sie mir doch mal. Na komm mit, ich zeig sie euch. Da bin ich ja mal gespannt, was du meinst. Und? Könnt ihr es sehen? Mann, das ist ja Knorke. Das ist uns ja voll entgangen. Das müssen wir unbedingt untersuchen. Na klar, Dieter. Aber auf jeden Fall. Schaut mal, Jungs. Hier ist der Eingang. Wo denn? Na, hier hinten. Kommt mal beide her. Hey, das ist ja voll Knorke, Jungs. Schaut euch mal die Kisten hier an. Was glaubst du, was da drin ist? Hier steht Deutsche Wehrmacht. Kommt, Jungs. Helft mir mal. Die Kiste ist verdammt schwer. Mann, ist die schwer! Da hinten ist eine Werkzeugkiste. Mal sehen, ob wir das schwere Ding nicht aufkriegen. Und? Hast du was? Ja! Hier ist ein Hammer und ein Meißel. Oh mein Gott! Unglaublich! Das ist ja Knorke. Das sind Granaten, Jungs. Flakgranaten. Mann, sind die ordentlich verpackt. Die haben ja sogar eine Papphülse. Komm, wir nehmen mal eine raus. Nein! Lass das liegen. Wenn uns einer erwischt. Ach Quatsch, Werner. Hier war seit Wochen kein Mensch. Sei nicht so ein Schisser. Los, wir holen das Ding raus. So, draußen hätten wir sie. Und nun? Was machen wir damit? Ich weiß auch nicht. Ich weiß was, Jungs. Wir bauen uns einen Schwärmer. Einen Schwärmer? Wie willst du das machen, Dieter? Na, ganz einfach. Wir nehmen die Papphülse und machen das eine Ende zu. Einfach umknicken. Und dann machen wir das Pulver aus der Granate in die Papphülse. Dann noch ein Streichholz und fertig ist unser Schwärmer. Und wie willst du das Pulver aus der Granate herausbekommen? Ach, das ist ganz einfach. Wir klopfen einfach die Granatenspitze hier mit dem Hammer ab. Hammer und Meißel haben wir ja. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ach was, wir schlagen ja nicht auf den Zünder. Na gut, aber dann mach du das. Kein Problem, gib mir mal den Hammer und den Meißel. Na, seht ihr? War doch ganz einfach. Seht mal, eine Schnur und am Ende der Schnur ein Säckchen. Da muss das Schwarzpulver drin sein. Werner, hast du dein Messer bei? Klar, mein wertvollstes Stück. Komm, schneid mal das Säckchen auf. Und du, Klaus, du kannst mal die Papphülse herreichen. Hier, Dieter, mach's aber nicht so voll. Keine Angst, Jungs. So, fertig. Wer will der Erste sein? Ich nicht. Ich auch nicht. Na dann müssen wir es auslosen mit einem Abzählreim. Also ich fang an. Ein kleiner dicker Sack packte sich die Finger ab. Ohne Finger geht es nicht, fauler Sack nun ärgert sich. Klaus, du bist raus. Puh. Jetzt wir beide, Werner. Ein kleiner dicker Sack packte sich die Finger ab. Ohne Finger geht es nicht, fauler Sack nun ärgert sich. Ich bin raus. Und du, Werner, du darfst den Schwärmer halten. Und du bist sicher, dass nichts passieren wird? Mann, mach dir nicht ins Hemd. Los, nimm schon die Pappe. Na, okay. Scheiße. Ich kann das Ding nicht halten. Ich kann nicht sehen. Au, mein Arm. Was ist los, Werner? Wo seid ihr? Was ist mit deinem Arm? Mein Arm. Werner, was ist los? Red doch. Ich hab mir meinen Arm verbrannt. Komm, zeig mal. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen zurück ins Lager. Kaltes Wasser soll helfen. Wir müssen kaltes Wasser drüber gießen. Los, komm schnell. Warte. Ich kann nicht so schnell. Komm, Werner, ich stütz dich. Werner ist wieder zurück aus dem Krankenhaus. Ich weiß. Jetzt haben die den Bunker mit Stacheldraht gesichert.
War vielleicht doch nicht so toll, die Idee mit dem Schwärmer. Nee, Dieter, war sie wohl nicht. Werner hat sich den ganzen Arm verbrannt. Und Papa Heine hat gesagt, dass das lange braucht zum Heilen. Schwarzpulver macht sehr starke Verbrennungen. Ja, habe ich auch gehört. Ich fühle mich irgendwie schuldig. Ich auch. Ich habe gestern meine Rollschuhe verkauft. Was? Du hast deine Rollschuhe verkauft? An wen denn? An einen Dänen. Hab jetzt ein paar Kronen. Ich wollte ins Dorf und für Werner etwas kaufen. Was willst du ihm denn kaufen? Du kriegst doch hier nichts. Ich dachte, wir gehen zum Bäcker und ich kaufe ihm dann Kuchen oder was anderes Süßes. Ich denke, das geht. Werner ist immer für etwas Süßes zu haben. Komm, lass uns gehen. Heil Hitler. Hier nix Heil Hitler. Hier Godet. Was hat sie gesagt, Dieter? Weiß auch nicht. Irgendwas mit Godet. Aber so richtig verstanden habe ich das auch nicht. Ich hätte gerne 3 Stück von diesem Kuchen hier. Nix Kuchen, nix Heil Hitler. Hier Godet, gehen raus. Komm, Dieter, die versteht uns nicht. Wir gehen lieber, sie sieht irgendwie böse aus. Ja, komm, wir gehen zu Papa Heine und fragen ihn, ob er für uns Kuchen holen kann. So, so, so. Ich soll also für euch Kuchen holen. Für Werner. Na, warum geht ihr denn nicht selber? Die Bäckerin wollte uns keinen Kuchen verkaufen. Ja, und dann hat sie uns rausgeschmissen. Und was habt ihr im Laden angestellt, dass ihr euch keinen Kuchen verkauft? Gar nichts, Herr Heine. Na, so gar nichts kann ja nicht sein. Erzählt mal. Ihr seid also in den Laden gekommen? Ja, wir sind also in den Laden gekommen und haben höflich Heil Hitler gegrüßt. Aha, also deswegen. Dann hat sie gesagt, nix, Herr Hitler, und irgendwas von Godet geredet. Na, ist doch klar, dass ihr keinen Kuchen bekommen habt. Die Dänen sind nicht gut auf den Führer zu sprechen. Und das, was ihr verstanden habt, heißt Godet und heißt einfach nur guten Tag. Hättet ihr guten Tag gesagt, dann hättet ihr auch den Kuchen bekommen, da bin ich mir ganz sicher, Jungs. So, nun geht noch einmal hin und sagt Godet. Dann werdet ihr auch bestimmt bedient. Danke, Herr Heine. Komm, Dieter, wir gehen noch mal hin. Ja, danke. Oh, Mistwetter. Du oder ich, Dieter? Mach du mal, Klaus. Du willst ja auch den Kuchen kaufen. In Ordnung, also... Godet! Gute Jungs. Schnell gelernt. Was willst du? Hier, diesen Kuchen. Bitte 3 Stück. Hier, Junge. Etstücke, Toaststücke, Drehstücke, Ohrstücke vor den Kerste. Was hat sie gesagt? Mann, Dieter, weiß ich doch nicht. Spreche ich Dänisch? Vielen Dank. Mange Tak. Hä, was? Junge, Mange Tak ist vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nix auf Wiedersehen. Sag Farvel. Mange Tak, Farvel. Ja, Farvel. Marianne? Ja, Herr Heine. Warten Sie mal bitte mit der Essensausgabe. Ich habe noch etwas anzusagen. Kein Problem, Herr Heine. Jungs! 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 Seid doch mal leise. Ich möchte etwas sagen. Also, morgen bekommen wir Besuch. Morgen kommt ein amerikanischer Offizier zu uns. Ein Amerikaner? Ja, und ihr dürft dann endlich eine Nachricht nach Hause schicken. Ja! Klaus, Werner, das ist ja Knorke. Was ist denn das für ein Auto? Mann, was für ein Schiff. Ah, da steht Chevrolet drauf. Das kenne ich nicht. Das ist ein Chevrolet, Werner. Du hast aber auch keine Ahnung. Das ist ja ein Neger, ein schwarzer Mann. Hello, boys. Good morning. Good morning, sir. We can Deutsch sprechen, sir. Ah, oh, thank you. Vielen Dank, Herr Offizier. Kann ich Ihnen helfen? Oh, sind Sie hier der leitende Lehrer? Oh, yes. No, naja. Es gibt eigentlich zurzeit keinen leitenden Lehrer. Der Direktor ist kurz nach Kriegsende von hier geflüchtet. Ah, Herr hatte wohl Angst, als Nazi erkannt zu werden. Das haben viele gemacht. Aber die meisten haben wir inzwischen gefangen. Ja, davon habe ich im Radio gehört. Man spricht davon, dass die im
Nürnberger Prozess noch übrig gebliebenen Nazi-Politiker kurz vor ihrer Verurteilung stehen. Ist das richtig? Right, Sir. Jetzt Ende September 46 sollen die Urteile gesprochen werden. Sie scheinen kein Nazi gewesen zu sein, Sir. Nein, Sir, nein. Ich war nicht in der Partei. Obwohl ich oft Schwierigkeiten dadurch hatte. Ich habe davon gehört, Sir. Aber nun zur eigentlichen Sache. Ja, ich habe die Briefe der Kinder schon eingesammelt. Sie können sie gleich mitnehmen. Oh, sorry, Sir. Ich nehme keine Briefe mit. Ja, aber... Ich habe einen Block und jeder Schüler hat eine Reihe zur Verfügung. Das reicht für einen Satz. Wie bitte? Nur einen Satz? Und die Briefe? I am so sorry, Sir, aber die müssen hier bleiben. Well... Die Kinder sollen sich in eine Reihe anstellen. Jeder kann einen Satz schreiben. Das Papier geht dann zu ihrer Schule. Na gut. Wenn es anders nicht zu machen ist. Jungs, seid doch mal leise. Ich habe euch etwas zu sagen. Ja, jetzt hört doch mal. Ich muss euch leider mitteilen, dass eure Briefe heute nicht mitgenommen werden können. Oh, ja, ich weiß, das ist ärgerlich, aber ihr könnt eine kurze Nachricht in Form eines Satzes an eure Eltern schreiben. Ich lege einen Schreibblock aus hier. Also bitte nur einen Satz, ja? Tut mir leid, Jungs. So kurz kann ich nicht schreiben. Ich freue mich auf zu Hause. Euer Dieter. Mir geht es gut. Klaus. Ja. In der Tat, vieles haben wir hier gemeinsam erlebt. Nun sind es schon 4 Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Diese Jahre der gemeinsamen Trennung von zu Hause, die haben uns zusammengeschweißt. Wir schreiben jetzt das Jahr 1947 und der Krieg ist seit 2 Jahren vorbei. Doch bisher konnten wir nicht nach Hause. Ja, und gestern habe ich einen Brief aus Berlin erhalten. Ja. Liebe Jungs, ich habe euch hier zusammengerufen, um euch den Inhalt dieses Briefes vorzulesen. Hey, ruhig. Ich bitte um Ruhe beim Verlesen des Briefes. Sehr geehrter Herr Direktor Heine. Was? Ja, ihr habt richtig gehört, ja. Ja, Sie haben richtig gelesen. Direktor Heine. Sie wurden, nachdem der ehemalige Direktor von den Alliierten abgesetzt wurde... ...als Nachfolger bestimmt. Ja! Papa Heine. Ist gut, Jungs. Werner, komm bitte her. Hier, lies du bitte weiter. Ah ja. Wir gratulieren Ihnen. Aber das ist noch nicht alles. Wir möchten, dass Sie den Schulbetrieb des Humboldt-Gymnasiums wieder aufnehmen. Dazu ist es unerlässlich, dass Sie wieder hier vor Ort sind. Dies macht jedoch ohne Schüler keinen Sinn. Daher werden Sie nicht nur selbst in eigener Person hier erscheinen, sondern werden auch entsprechend mit allen Schülern wieder nach Berlin kommen. Herr Heine, liebe Schüler, ihr kommt nach Hause. Bitte lesen Sie diesen Brief Ihren Schülern vor.
Vielen Dank und mit kollegialen Grüßen, Wilhelm Blume, Pädagogische Hochschule Berlin. Mensch, Jungs, habt ihr es verstanden? Habt ihr es verstanden? Es geht nach Hause. Ist das nicht Knorke? Ja, Klaus, endlich nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Jungs, jetzt, nun seid doch mal ruhig. Wir fahren übermorgen mit dem Zug nach Berlin. Die dänische Polizei wird uns zum Bahnhof begleiten. Also, morgen heißt es Rucksäcke packen. Endlich wieder in Berlin. Schau mal, Dieter. Hier ist alles kaputt. Hier steht ja auch gar nichts mehr. Hey, alle mal hergehört. Wir sind gleich an der Schule. Also, an zumindest was davon übrig ist. Also haltet euch bereit. Da, Dieter, da! Da warten unsere Eltern. Und da ist doch meine Mutter. Ich kann sie sehen. Ja, Klaus, da ist auch meine Mutter. Mutter, Mutter, hier bin ich! Klaus? Klaus, mein Junge, ja, du bist es. Gott, hab ich dich vermisst. Ich dich auch, Mutter. Bist du gewachsen, Klaus? Du bist ja ein richtiger junger Mann geworden. Ich bin doch nicht gewachsen. Du bist nur kleiner geworden. Ja, vielleicht bist du immer noch. Was hast du da für einen komischen Rucksack? Den haben wir selbst genäht. Ist der nicht toll? Und schau mal, was wir von den Dänen mitbekommen haben. Donnerwetter, Brot, Kekse. Und was ist das hier? Oh, Butter. Boah, ist richtige Butter. Kein Wunder, dass ihr so gut ernährt aussieht. Hier gibt es nichts. Wenn wir nicht Tante Anneliese hätten, müssten wir verhungern. Aber die Dänen müssen wohl sehr nett zu euch gewesen sein. Und was ist das hier? Eine Spieluhr? Wo hast du denn die her? Ein Geschenk. Erzähl ich dir aber zu Hause. Komm, Klaus, sag dem Heine noch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Heine. Auf Wiedersehen, Klaus. Ihr seid wirklich tolle Jungs. Sie können stolz auf ihren Sohn sein. Und der Heine, danke nochmal, wegen damals. Ach, ist schon gut, Klaus. Geht jetzt nach Hause, sonst komme ich ja nie von hier weg. Und Montag sehen wir uns um 8 in der Schule. Jawohl, Herr Heine, werde pünktlich erscheinen. Mensch, mach, dass du wegkommst, du Lausejunge. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus Christus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auf Wiedersehen, Dieter, alter Kamerad. Die Bomben schlagen immer dichter ein. Nun hat's dich erwischt. Erde zu Erde. Werner ist auch schon tot. Grüß ihn von mir, wenn du ihn triffst. Es war eine schöne Zeit mit dir, auf Rügen und in Dänemark. Ich denke oft daran zurück. Wir haben viel erlebt. Nun bin ich der letzte Soldat von uns dreien. Tja, Tempus fugit. Die Zeit vergeht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
Es wird nicht mehr lange dauern, Dieter. Dann komme ich euch nach. Leb wohl, mein Freund. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten aus der Tempus Fugit-Reihe Episode 1, Raus aus Berlin. Dieses Hörspiel ist Klaus Schmidt gewidmet, auf dessen Erinnerung es beruht. Die Sprecherinnen und Sprecher in der Reihenfolge ihres Auftretens. Titeltext, gesprochen von Klaus Schankin. Sandra Wegezeder als Bahnhofsdurchsage. Alka Kornemann als Mutter Erika. Philipp Süß als Klaus. Harald Helmchen als Kellerwart Schulz. Mika Wanner als Else. Roland Möntemann als Alfred. Karl, Dennis Oberhach. Justus Jonas Ellerbrock als junger Karl. Patrick Steiner als Vater. Klaus Schankin als Rektor Lampe. Jeanette Zielig als Frau im Keller. Michael Gerdes als Mann im Keller. Shinji Ikari als Mann 2 im Keller. Ronald Martin Bayer als Mann 3. Dennis Trust als Soldat an der Wohnungstür. Dorle Hoffmann als die Nachbarin Frau Müller. Felix Würgler als Lehrer Papa Heine. Stefan Fritsche als Dieter. Philipp Hümmerich als Werner. Luca David Pötke als Stefan. Hannes Borde als Jürgen. Janik Tim Engels als Manfred. Marianne Haberle als Marianne. Jan Münter als Fähnleinführer Holz. Matti Leo Gosch, der Junge im Speisesaal. Horst Meier, gesprochen von Christina Krüger. Hans-Peter Stoll als Paul. Frank Schmidt als Wehrmachtoffizier Hauptmann Lehmann. Bahnhofskommandantur Martin Otto Wertsch. Annette Stall als dänische Bäckerin. Sascha Servadio spricht den dänischen Hafenmeister. Als Army Officer Oliver Lang. Marcel Ellerbrock als Pfarrer. Der alte Klaus, gesprochen von Ingolf Bien. Credits Marco Schmidt. Die Komparsen in alphabetischer Reihenfolge. Nikolas Assmann, Alexandra Begau, Rex Cumming, Timo Hart, Norbert Hesse, Wilhelm Kauker, Nico Keller, Lennart Kronsbein, Fabiola Petznik, Michael Piotrowski, Jerome Podeloff, Robert Rinas, Pascal Runge, Simon Scharf, Johannes Schlingheider, Florian Schmidt, Pascal Weid und Maximilian Wernicke. Des Weiteren bedanken wir uns herzlich bei den Hortkindern der Naturfreunde Jugend Berlin im Märkischen Viertel. Skript Marco Schmidt. Lektorat Dennis Oberhach. Tempus Fugit, Titelmusik und Score von Jan Krzysztaniak. Der Bahnhofsmarsch, komponiert von Steffen Kuhn, eingespielt von der Orchestergemeinschaft Kieler Staatseln e.V. unter der Leitung von Johannes Schuler. Weitere Musik von jamendo.com. Schnitt Marcel Ellerbrock. Regie-Team Marcel Ellerbrock und Marco Schmidt. Covergestaltung Roland Möntemann. Lokomotiven-Sounds und Bilder von dampfsound.de. Weitere Soundeffekte Roland Möntemann, Marcel Ellerbrock und freesound.org. Wir danken auch allen helfenden Händen und Ohren, die hier nicht explizit genannt wurden. Eine Produktion für das Hörspielprojekt.de aus dem Jahre 2014. Das Hörspiel steht unter der CC-Lizenz 3.0.